Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, zu dem mich ein paar Leute angeschrieben haben, als ich es in meinem letzten gespielt erwähnt habe, nämlich 100 Tori. Ein Plättchenlegespiel, bei dem es aber nicht um den längsten Weg geht, sondern um die Tore. Wie immer gibt es jetzt einen Blick in die Schachtel. Ich erkläre euch den Aufbau und den Ablauf des Spiels und natürlich auch die Wertung am Ende. Und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Tori ist ein bisschen umfangreich, was das Material angeht. Für den Aufbau legt ihr alle dieser Landschaftsplättchen bereit. Hier unten auf diesem Tableau seht ihr nochmal, wie viele ihr entfernen müsst, je nachdem mit welcher Anzahl von Spielern ihr spielt. Ich baue für 2 auf, das heißt, ich habe 12 dieser Plättchen entfernt. Außerdem braucht ihr für jeden Mitspielenden von jedem Symbol eine solche großen Token. Die sind beidseitig bedruckt. Das sind auch nochmal Siegpunkte am Ende. Alle Assistenten, die mitspielen, das sind 5 Stück. Auch die, für die bekommt jeder Mitspieler sozusagen einen dieser Marker. Auch die sind beidseitig bedruckt. Bei 2 Assistenten braucht ihr noch diese kleinen Figürchen. Dann gibt es noch diese Punktewertungen, die ihr im Laufe des Spiels erhalten könnt. Die sind nicht beidseitig bedruckt, die sind auch jeweils hier unten schon markiert mit unterschiedlich vielen Punkten. Für jeden Assistenten gibt es außerdem hier noch einen großen Marker mit einer 3 drauf. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Und dann gibt es hier auch noch ein Wertungsmarker und auch dafür gibt es noch einen großen Dreier. Das alles immer in der Anzahl der Mitspielenden pro Mitspieler, genau 1 davon. Das Startlandschaftsplättchen ist mit der roten Rückseite und eben mit diesen ganzen einzelnen Tokens oder Symbolen, die im Spiel vorhanden sein, sind. Das legt ihr einfach gut erreichbar in die Mitte. Alle kleinen Tokens legt ihr bereit. Ich lasse jetzt einfach nur mal in der Tüte, weil zum Erklären reicht das, wenn ich euch das so zeige. Dann bekommt jeder von euch noch 2 Landschaftsplättchen und 2 Münzen. Die restlichen Münzen könnt ihr direkt wieder in die Schachtel machen, weil das ist sozusagen nur das Startkapital. Die braucht ihr, wenn ihr sie einmal ausgegeben habt, kriegt ihr auch nie wieder Münzen. Das ist wirklich nur am Anfang, um vielleicht schon direkt Assistenten einsetzen zu können. Wenn ihr an der Reihe seid, dann macht ihr Folgendes. Ihr nehmt eins eurer Landschaftsplättchen und legt es irgendwo passend an. Kleiner Spoiler, die passen immer. Also es gibt, kann nie sein, dass es nicht passend ist. Kann natürlich sein, dass ihr es nicht gerne mögt. Anschließend passiert dann eine Wertung. Das sage ich euch aber gleich, wie es funktioniert. Habt ihr das also gemacht, dann könnt ihr einfach eine Karte nachziehen und die nächste Person ist dran. In eurem Zug könnt ihr auch noch einzelne Assistenten benutzen. Auch die erkläre ich euch gleich. Was die Assistenten kosten, das seht ihr hier. Wobei diese Blume sozusagen dafür steht, dass es entweder eine Münze sein kann, also wie hier oben zum Beispiel, oder aber auch eins dieser Teile, völlig egal, welches Symbol da drauf ist. Das heißt, auch hier unten die könnt ihr entweder mit 3 dieser Teilen bezahlen oder mit Münzen oder auch eine Kombination aus beidem. Um euch jetzt die Wertung zu erklären, habe ich schon mal ein bisschen vorgebaut und ich möchte jetzt dieses Plättchen anlegen. Wie schon eben gesagt, es ist ja im Prinzip immer passend. Das heißt, ich lege also mit einer Seite meiner Wahl das hier an. Wenn ich jetzt werten möchte, nehme ich ein Symbol, was sich auf dem Plättchen befindet, was ich gerade gelegt habe. Hier gibt es jetzt nur diese Brücke. Wenn mehrere drauf wären, dürfte ich mir aussuchen, welche ich werten möchte.
Ich schaue also von dieser Brücke und verfolge den Weg bis zur nächsten Brücke. Das wäre jetzt das auf dem Ausgangsplättchen. Und ich muss dabei immer den kürzesten Weg nehmen. Wenn also beispielsweise das so wäre und hier ist ja auch eine Brücke, dann müsste ich diesen Weg wählen. Das würde mir dann leider 0 Punkte bringen, denn es geht nicht um die Plättchen, die ich mit meinem Weg zurücklege, sondern die Tore, die ich durchschreite. Auf diesem Weg gehe ich jetzt durch eins, zwei blaue Tore und durch ein rotes Tor. Ihr seht hier oben auf dieser Spielerhilfe nochmal, wenn ich also durch ein rotes Tor gehe, bekomme ich einen Marker passend zu dem Symbol, das ich mir ausgesucht habe. Heißt also in dem Fall, ich habe das Brückensymbol, ich gehe auf meinem Weg durch ein rotes Tor, bekomme ich also einen solchen Marker. Gehe ich jetzt ja noch durch eins, zwei blaue Tore, bis ich hier bin, dann bekomme ich auch noch zwei Marker, die nicht die Brücke sind. Das kann ich mir frei aussuchen. Das können zwei verschiedene sein oder auch zwei gleiche. In dem Fall nehme ich mir jetzt mal hier zwei solcher Lotusblumen. Habt ihr dadurch von einem oder sogar mehreren Symbolen 5 Marker bekommen, dann gebt ihr die in den allgemeinen Vorrat zurück und nehmt euch dafür die entsprechenden Fünferplättchen. Wenn ihr dann nochmal 5 dieser Symbole gesammelt habt, dann könnt ihr das Ganze auf die Rückseite drehen und habt dann 10 Siegpunkte am Ende. Wer es als erstes schafft, von allen 6 verschiedenen Symbolen diese Fünfermarke zu bekommen, der bekommt noch diese Siegpunkte am Ende. Und wer es schafft, von mindestens 3 auf die Seite 10 zu drehen, der hat nochmal 5 zusätzliche Punkte. So ist es also bei 100 Tori nicht wichtig, dass ihr einen möglichst langen Weg habt, weil ja immer nur der kürzeste gewertet wird, aber ihr müsst immer schauen, wie kommt ihr möglichst an viele Tore auf eurem Weg. Da das nicht immer ganz so einfach ist, habt ihr natürlich jetzt noch Assistenten, die euch dabei helfen können. Da haben wir zum einen den Vendor. Mit ihm könnt ihr einfach hingehen und eure Teile, die ihr auf der Hand habt, abwerfen und 2 neue ziehen. Er kostet euch ein Symbol, das heißt entweder eine Münze oder auch ein beliebiges dieser kleinen Tokens. Wählt ihr den Samurai, dann müsst ihr ebenfalls einen Token oder eine Münze bezahlen und nehmt euch diese kleine Holzfigur. Ihr könnt damit an das Plättchen, was ihr gerade angelegt habt, auf eine Seite diesen Samurai hinstellen oder legen und blockiert damit dieses Gebiet. Hier kann also kein anderer mehr ein Plättchen hinlegen, ihr selbst allerdings auch nicht, bis dieser Samurai wieder durch eine weitere Aktion nochmal an eine andere Stelle gerutscht ist. Mit dem Poeten könnt ihr eine dieser kleinen Tokens, die ihr hier auf den Wegen habt, überdecken, wenn ihr damit also einen größeren Weg herstellen könntet. Beispielsweise habt ihr dieses Symbol, also diese Karte hier gelegt und möchtet diesen Tempel werten, dann wäre der kürzeste Weg ja eigentlich hier zu diesem. Wenn ich aber den Poeten hier draufstelle, dann ist der nicht vorhanden. Das heißt, ich kann hier rumgehen und dann hier in die Mitte, weil der hier liegt ja nicht auf dem Weg. Das heißt, ich kann damit meine Wege verlängern, verlängere aber natürlich unter Umständen auch die Wege von anderen, weil auch der Poet bleibt stehen, bis jemand anderes durch die gleiche Aktion den Poeten wieder versetzt oder auch eben ich selbst. Mit der Geisha habe ich die Möglichkeit, in diesem Zug direkt 2 meiner Wegeteile zu platzieren und dann das zweite zu werten. Und der Gärtner, der kostet genau wie die Geisha und der Poet 3 Teile. Der erlaubt mir, ein Plättchen auf ein anderes bereits liegendes draufzulegen. Das kann natürlich manchmal sehr hilfreich sein, um Symbole ins Spiel zu bringen oder nochmal extra Tore zu legen. Wann immer ihr einen Assistenten benutzt, bekommt ihr ein solches Teil. Pro Spielende ist auch genau nur eins im Spiel. Ihr könnt die Assistenten aber dennoch öfter benutzen, denn wenn ihr den Assistenten wieder benutzt, dann dreht ihr das einfach auf die andere Seite. Und einer von euch im Spiel hat auch die Möglichkeit,
das Ganze nochmal zu benutzen, dann bekommt ihr noch diesen Dreierwertigkeit. Kleine Anmerkung noch, solltet ihr irgendwann einfach mal gar nichts Sinnvolles machen können, kann es auch mal ganz nützlich sein, einen Weg abzuschneiden. Also wenn ihr zum Beispiel dieses Symbol, diese Karte hier so hinlegt, dann schneidet ihr ja hier so einen Weg ab. Auch dafür gibt es ein extranes Blättchen. Diese Aktion könnt ihr zweimal machen im Spiel, dann könnt ihr euer Plättchen drehen und auch hier gibt es noch ein Dreierplättchen. Einer von euch kann das also auch noch ein drittes Mal machen. Wird das letzte Landschaftsplättchen gezogen, ist jeder Spieler, auch derjenige, der das gezogen hat, noch einmal genau am Zug. Ihr könnt also dann auch noch mal alles ganz entspannt machen. Am Ende des Spiels zählen nur diese Punkte, das heißt diese Plättchen, die ihr habt, vielleicht Assistenten oder auch noch Zusatzkarten, die ihr freigeschaltet habt. Die kleinen Tokens, Münzen oder auch Landschaftsplättchen zählen nichts mehr. Wer durch diese Symbole oder auch durch die Zusatzsymbole die meisten Punkte bekommen hat, der gewinnt das Spiel. Wer meinen Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich wirklich kein großer Carcassonne-Fan bin. Und damit ist bei vielen im Kopf so, die mag keine Plättchen-Legespiele und schon gar nicht, wenn sie was mit Wegen zu tun haben. Das ist aber gar nicht richtig. Ich weiß auch nicht so genau, was mich an Carcassonne stört. Ich finde es einfach mega langweilig, zumindest in der Version, wie ich es gespielt habe, aber davon möchte ich jetzt gar nicht reden. Bei 100 Tori ist Punkt 1 das Material und die Grafik, die übrigens von Vincent Dutré ist, schon mal ganz, ganz wunderbar und wunderhübsch und macht einfach was her, wenn es auf dem Tisch liegt. Es ist liebevoll gestaltet und man hat wirklich einfach, ich zumindest, Spaß, wenn es auf dem Tisch sich so langsam ausbreitet und da so ein schöner japanischer Garten entsteht. Zum anderen finde ich das einfach einen tollen Kniff, dass man eben gucken muss, dass der Weg, also dass ja der kürzeste Weg beachtet wird und ich oft in diese Situation kommt, dass ich eigentlich ein Plättchen hinlegen möchte und dann aber merke, ah Mist, da ist ja unterwegs, geht ja hierum auch noch ein Weg und der wäre deutlich kürzer und der würde mir nicht so viele Punkte bringen. Spannend ist eben auch, dass ich, naja, zum einen natürlich Assistenten mir einkaufen muss, also sprich wieder Dinge, die ich mir hart erarbeitet habe, abgeben muss, mir die Assistenten aber, je häufiger ich sie benutze, auch immer mehr Siegpunkte bringen. Also ich die Assistenten nicht nur einfach im Spiel habe, sondern sie auch noch tatsächlich über Sieg und Niederlage am Ende entscheiden können, wer vielleicht noch den Assistenten zum dritten Mal genutzt hat oder einfach ja da ein bisschen freigiebiger war. Auch, dass man eben diese kleinen Märkchen nochmal in große Marken umtauschen muss, um dann somit wieder Punkte zu bekommen, finde ich wirklich einen tollen Kniff und gefällt mir richtig gut. Es hat einen schönen Spielfluss, das heißt, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ein Blättchen oder zwei Blättchen auf der Hand habe und dann verzweifelt suche, wo kann ich das jetzt hinlegen, weil prinzipiell passen die ja alle, das heißt, ich kann die immer zusammenlegen. Ich muss natürlich einfach gucken, wo bringt es für mich persönlich die meisten Punkte. Auch das ist, es wird kaum, also klar am Anfang vielleicht, aber im Laufe des Spiels wird es kaum Situationen geben, wo ich so gar nichts bekomme. Ich bekomme vielleicht nicht das, was ich gerne hätte, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, vielleicht kleine Tokens zu sammeln, die ich dann wiederum in Assistenten ummünzen kann. Mir persönlich hat es wirklich richtig gut gefallen und wirklich auch Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich habe es jetzt einmal zu dritt und einmal zu zweit gespielt. Es gibt noch eine Solo-Variante, die habe ich mir aber nicht genau angeschaut. Dafür ist auch dieses kleine Tableau, was ihr beim Auspacken gesehen habt, was ansonsten im Spiel ja nicht benutzt wird. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, demnächst das mal wieder im Spieletreff vielleicht auch auf den Tisch zu bringen. Und falls euch das Spiel jetzt ein bisschen angesprochen habt, dann schaut es euch doch wirklich mal gerne an. Es ist, wie gesagt, nur auf Englisch. Die Anleitung ist aber relativ einfach und ihr habt ja jetzt mein Video gesehen, könnt es also dann hoffentlich direkt losspielen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare. Falls ihr das Spiel schon mal selbst gespielt habt, dann lasst mich doch gerne wissen, ob es euch auch so gut gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video wieder.